und herzlich willkommen zurück in Morrowind. Mit einer Mission der Sklavenbefreiung. Sehr schön. Sehr schön. Ah, und noch ein Schloss. Achso, wir haben ja. Zack. So, wir kommen, meine Freunde. Oh, das sind ja Massen. Hallo. Habt ihr den Schlüssel? Werdet ihr mich befreien? Natürlich. Deswegen bin ich hier. Hab Dank. Eine Ehre es für mich ist. Na klar. Da. Sag mal nicht nein. Es nur jetzt. Mich. Bitte sprecht. Darf nur kein hier vergessen. Eine totale Befreiungsaktion. Wir haben schon mal befreit irgendwo. Ich glaube in irgendeiner Höhle. Ich grüße dich. Willkommen. Jetzt weiß ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr, wen ich schon befreit habe. Was? So, ihr seid frei. Geht. Geht. Du bist schon. Guter Freund. Es ist mir eine Ehre. Auch mir, auch mir. Und jetzt geht, wohin ihr wollt. So, wir müssen aber erstmal grillen hier. Stellen wir unser Grill hier rauf. Moment. Ach nee, warte, da müssen wir ein bisschen so hier. Ah, wir haben keinen Grill dabei. Das ist natürlich... Ah, wir haben keinen Grill dabei. Ja, das geht uns ja nicht kaputt, ne? Wir müssen mal wieder nach Balmorra und da müssen wir ein bisschen grillen. Ich glaube, das geht uns nicht kaputt, oder? Was ist denn eigentlich hier los? Ich nehme mal mit. Obwohl, ich glaube, wir brauchen das nicht. So, was haben wir hier? 9. Könnten wir mal... Warte mal, ist das eigentlich... Das ist sogar leicht. Aber... Wie viel Gewicht? 6. Das hat aber mehr Gewicht. Obwohl vom Zustand... Nee. Obwohl es wahrscheinlich cool aussieht, aber... Eine Hose brauchen wir nicht. Ah, ich weiß nicht. Nee, lassen wir mal hier. Das können wir eh alles nicht schleppen. Reicht schon, wenn wir die Rüstung hier schleppen, ne? Moment mal, was ist hier? Hier ist aber noch irgendjemand, ne? Hört ihr es? Irgendjemand ist hier noch. Aber wo? Ach so, das sind die Sklaven. Entschuldigung. Die ehemaligen Sklaven. So, wollen wir schauen, was der noch hier für ein Hemd hat. Gewöhnliche Hose. Ja, die Stiefel brauchen wir nicht. Chitin-Beinschienen. 100 von 100. Jo, ne? Gerne. Gut. Ja, Stiefel haben wir ja jetzt andere an. Okay, danke für das Geschenk. So. Was hätten wir hier noch im Angebot? Ein bisschen Schnaps. Und in dem... Moment. Ach, hier ist wieder Mondzucker. Schmalz. Von mir. Was haben wir hier? Trockenfleisch, gerne. Ein Hühnerei, gerne. Den Mondzucker lassen wir wieder hier. Da wird noch mehr von dem Mondzucker kommen. Alter, was haben wir hier? Ja, ach so, da hätten wir auch den. Ja, wir sollten als erstes mal die Rollen wegbekommen, wenn wir wieder mal einen Schlüssel haben. Ja. Kraft. Ach nee, wieder herstellen. Stärke. Was ist denn eigentlich das hier? Schulterplatten. Was haben wir eigentlich für Schulterplatten? Chitin. Sind besser, mein Freund. Das sind, wird halt ein kleines Quarmerei. Ist eigentlich, glaube ich, auch... Nein, komm. Ist, glaube ich, auch... Darf man das...
Ist das irgendwie illegal, so ein Quarmal? Bin mir gar nicht sicher. Schon wieder Lebensring. Ach nee, ein Ring der Magier. Haben wir auch einen Ring des Magiers? Ja, ist ja nichts wert. Müssen wir auch mal alles verkaufen. Das ist jetzt immer wieder dasselbe. Was haben wir eigentlich hier? Ach, der Wein. Ja! Weil, wie gesagt, wir haben nicht gerade viel Geld. Deswegen nehmen wir alles, was wir bekommen können. Was ist denn das hier? Ein Stoff. Ja, das wird so in der... Wieso liegt hier ein Stoff rum? Mhm. Rattenfleisch braucht man nicht. Obwohl, ich glaube, das brauchte man für irgendwas zum... um irgendwelche Tränke herzustellen, glaube ich. Oder irgendwas jedenfalls. Ne? Alchemistisches. Gut, ich glaube, das war's hier. Wir schauen noch mal kurz auf unsere gezeichnete Karte, aber es sieht nicht so aus, als ob das noch irgendwo... Nee, ne? Hier hinten... Nee, nee, nee. Nee. Nee, 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 nee. Und wieder raus in den Sturm. Ach komm, wir nehmen nochmal die... Wartet mal, wir nehmen mal... Und werden die Pfeile wieder... Genau. Okay. Wir werden uns trotzdem noch mal kurz heilen, ne? Warte mal, da hinten sieht man irgendwie freien Himmel, oder? Hier hinten. Moment mal. Es könnte sogar sein, dass wir hier an den Bergen vorbei... Oh ne, da kommen schon wieder. Schaut hin, da kommen wieder riesige Dinge zum Vorschein. Riesige Tentakel. Obwohl, es ist hier zumindest mal eine Straße. Hm. Aber es sieht trotzdem besser aus, irgendwie. Das ist zumindest mal eine Straße, die irgendwo hinführt, wo es keine Berge gibt, sondern Meer. Das gute alte... Ach, hier waren wir schon, ne? Oder? Natürlich waren wir hier schon. Hier sind wir schon drauf, richtig? Ich könnte schwören. Ich könnte echt schwören, dass wir hier schon drauf waren. Oder? Oder auch nicht. Komm, wir schauen trotzdem. Aber ich komme gerade... Wieso komme ich hier nicht drauf? Ich komme gar nicht mehr weiter. Wir waren bestimmt hier drauf. Obwohl, jetzt wo ihr es sagt, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wir schauen zumindest nochmal, ne? Was sind das? Kein Glück, was?
Ja. Ich weiß auch nicht. Ich bin 3 Sekunden hier im Wasser und schon wäre ich angegriffen. Was sagt ihr? 3 Sekunden im Wasser und schon sind hier 2 dieser penetrierenden Schlachterfische. So, jetzt haben wir hier nicht noch irgendwas. Naja. So, schauen wir mal, ob wir von der Seite hier besser drauf kommen. Ich glaube, wir sind hier schon mal drauf. Aber vielleicht auch nicht. Ich hätte beinahe schwören können, dass wir schon mal auf diesem Schiffsdeck drauf waren. Aber bei diesen Respawn-Raten hier. Ah, seht ihr? Das ist schon mal offen gewesen. Schaut hin. Dann bringt das nichts, ne? Wir schauen nochmal in die Kajüte hier. Ist auch aufgeschlossen. Das war bestimmt mal abgeschlossen. Das war bestimmt das der Captain oder so, ne? Also ich denke, hier waren wir schon. Wenn ich jetzt so sehe. Flammenbolzen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Aber hier sind noch irgendwelche Tränke, die ich nicht... Ach so, das ist Koma. Das habe ich bestimmt nicht mitgenommen. Ja, nee, das ist dann... Also, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir hier schon waren. Sonst wäre das nicht alles auf und aufgeschlossen und whatever. Also, falls es nicht so ist, könnte man ja mal einen Hinweis geben, aber... Ah, wirklich. Wirklich. Ich will nicht ins Wasser. Ich will einfach nicht ins Wasser. Im Wasser ist es einfach nur böse. Bah. Bleh. Total salzig. Ja, aber klar. Lasst uns doch in Frieden schwimmen. Wir schwimmen hier doch nur eine Runde. Mal ein bisschen schneller schwimmen. Wir schwimmen hier doch nur eine Runde, oder? Hier waren wir schon. Genau, das war das mit den... Oder? Ja, lass mich jetzt aufhören. Lass mich doch raus. Oh, schaut mal hin, was die uns... Oh, was war denn das jetzt? Wieso sind die jetzt plötzlich so aggro geworden? Was ist denn das für ein Riesenviech? Na warte. Na warte, mein Freund. Na warte. Oh, der ist schon ein bisschen. Oh, jetzt geht er. Der wird irgendwann wieder an Land hüpfen, vor lauter. Ah, Mist. Irgendwann hüpft der an Land. Na, dann haben wir echt ein Problem. Schau mal hin, wie schnell der ist. Wir kommen hier vor allen Dingen nicht weiter. Echt? Das war's? Achso, das ist noch da.
hinten ist er noch, der Bösewicht. Und wir kommen hier nicht weiter, müssen nämlich eigentlich da drüber schwimmen, richtig? Und dann wartet er auf uns schon, der Bösewicht. Wir könnten natürlich auch mal unseren Federtrank probieren und dann hier rüber schweben. Was haltet ihr denn davon? Da kommen wir hier rauf, nehmen. Wollen wir schauen? Und dann schweben wir mal hier rüber. Ah, ich will es mal wenigstens... Ich will wenigstens mal diesen Federtrank probieren, ob der funktioniert. Wahrscheinlich verbrauchen wir da alle Magie, aber was soll's. Ah. Ah, nee, da sind wir echt noch nicht stark genug dafür, für den Federtrank. Nur wenn wir es... Das setzen wir nur ein, wenn wir es wirklich... Oh Gott. Da. Wir haben doch so wenig magische Tränke, ne? So ein Mist. So ein Mist. Sind wir hier ein bisschen gestrandet, ne? Na dann, auf geht's. Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Verdammt. Krafttrank. Krafttrank. Chamäleon, Chamäleon, Chamäleon. Auftriebstrank. Levierter... Ach nee, den wollen wir nicht. Levitation brauchen wir noch. Magie festigen. So ein Mist. Wir müssen wieder raus aus dem Wasser. Wir haben eigentlich gar nicht so schlecht. Warte mal, der kämpft mit jemand anderem. Wir nehmen mal den Funkenpfeil und probieren es mal damit. Verdammt. 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 Ach, so wird es nichts. Wir müssen doch mit der Vipernklinge arbeiten. Alles an Energie aufgebraucht. Boah, der war ja schlimmer wie der Blauzahn. Ach, das ist ein Schlachterhai. Wow. Das Meer ist echt ein... Das ist wirklich... Gut. Hast du es jetzt? Lass dir uns jetzt endlich, bitteschön, und endlich, haben wir hier eigentlich schon, das war eine Erkrankte auch noch. Lass dir uns jetzt endlich mal ein bisschen, das sind Seepferdchen, ach schön. Ach schön. Man will nur hier ein bisschen schwimmen, ne? An der Küste. Ein Hai. Bis an die Küste.
So, dann, wir wollten ja eigentlich nur nach Alt-Veloti, ne? Und dann ist es zu so einem Abenteuer verkommen. Nur weil wir nicht den Weg gefunden haben. Und auch noch, nein, ich sehe ihn schon wieder. Das glaube ich nicht so. Okay. Gut, weiter geht's. Als Schlachterfische sind genauso schlimm wie die Klippenläufe, sag ich euch. Das ist genau, das ist ein Verein. Ein einziger Verein ist es. Schlachterfische und Klippenläufer, ich nehme an, die geben sich gar nichts. die sind echt nervig. So, Alt-Veloti. Wir kommen. Stark blutend. Naja, wenn man es ja wieder kann. So ist es dann auch nicht. Aber der Hai, ne? Der hat ganz schön reingebissen, seine Zähne. Puh. So. Aber wir sind bei cool. Mhm. Bei Kuul. Wo ist denn Kuul genau? Ein bisschen hier rüber, ne? Dann gehen wir mal zu Kuul. Da unten, ne? Haben wir eigentlich noch? Achso, jetzt haben wir diesen Funkenpfeil, ne? Na, wir haben kaum noch andere Pfeile. Das ist nun mal so. Mist, Mist, Mist. Ach, wirklich? Wirklich? Unseren letzten Pfeil rauskauen. Hätten wir doch noch einen treffen können. Wo ist er denn? Ach, hier. Oh, die hauen trotzdem ganz schön rein, ne? Obwohl wir doch eigentlich gar nicht so schlecht an Rüstung anhaben, ne? Wir haben doch einiges an Rüstung. Müssen wir richtig bedenken. Naja, den brauchen wir jetzt auch nochmal, den Pfeil. Man mag aber auch nicht die Funkenpfeile nehmen, ne? Die möchte man sich irgendwie aufheben für, wenn wir in irgendeinen Ahnengraben oder was drin sind. So, hier drüben ist irgendwie cool. Nicht so, mein Freund. Nicht so. Hier hätten wir noch irgendein Grab oder irgendeine Mine vielleicht, ne? Das ist die Kuula. Ach, das ist wahrscheinlich eine Quarmamine. Nee, da gehen wir mal nicht hin. So eine Quarmamine. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Quarmamine ist. Aha, oh. Hier können wir mit dem Schlickschreiter. Wollen wir aber. Ach so, da hätten wir auch nach Kuul reisen können mit dem Schlickschreiter. Wäre auch eine Idee gewesen. Wäre auch eine Idee gewesen, ne? Hätten wir uns hier nicht durchschlagen müssen. Gibt es in diesem Kuul, ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, gibt es hier irgendwas in diesem Kuul? Hm. Ich glaube, da gab es noch nicht mal eine Taverne oder so, ne? Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Soweit ich das in Erinnerung habe, gab es hier noch nicht mal eine Taverne, eine anständige. Oder? Was ist... Nee. Also... Ich sehe nichts zumindest, ne? Da schauen wir kurz. Was haben wir hier? Hier haben wir jede Menge Hütten. Aber... Nee. Nee, ach, seht ihr? Das ist eine Eiermine.
Ja, wisst ihr, sonst hätten wir nämlich... Na, dann gehen wir trotzdem noch nach Alt-Veluti heute, ne? Schaffen wir das noch? 5 Minuten hätte ich vielleicht noch. 5 Minuten hätte ich noch. Dann gehen wir nach Alt-Veluti rüber. Wie machen wir das genau? Moment. Nee. Was denn jetzt? Wo rennst du hin? Ach, der... Der schlägt sich dort mit irgendjemandem, ne? Ich glaube... Gar nicht so schlecht, wenn wir hier rüber gehen. So, danke für die... Danke dafür, dass ihr den hier... Oh, schaut mal hin, das kleine Glühwürmchen hier an. Oh, das ist so süß. Oh, schaut hin. Können wir uns eine Glühwürmchen-Laterne basteln? So, ja, wir müssen irgendwie so rüber, ne? Schauen wir, dass wir hier so vorbeikommen. Und dann so rüber. Ja, und die Kosten, die möchte ich mir jetzt trotzdem irgendwie sparen. Obwohl, es geht sowieso nicht nach Alt-Veluti mit einem Schlickschreiber. Also. Cool. Was sind das da hinten aber eigentlich? Moment. Wollen wir da nochmal rein? Das ist aber was anderes. Das ist keiner. Das ist eindeutig keiner. Waren wir da schon mal jemals in unserem Leben? Die Serran-Ahnengruft. Sagt mir irgendwas. Aber wir gehen trotzdem mal rein. Jetzt haben wir schon einiges an Ahnengrüften. Dann gehen wir hier nochmal rein. Schauen uns mal kurz um drin. Und ja, das nächste Mal gehen wir dann wirklich. Wir gehen dann wirklich nach Alt-Veluti. Ich bin jetzt gute Dinge, dass wir Alt-Veluti erreichen. Ich bin echt wirklich gute Dinge. Hä? Achso. Schaffen wir doch, oder? Aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl... Nein! Ja! Oh, echt? Warte, halt! Halt? Können wir das noch abwenden? Nee, ist null, ne? Ciao, ciao. Mist, wo hab ich denn das letzte Mal gespeichert? Oh Gott. Dann wäre das echt mal interessant, hier reinzugehen. Nehmen wir unseren beschworenen Bogen, ne? Unseren beschworenen Langbogen. Leider, ne? Ich sterbe ja nicht so gern hier, weil wir sind nicht so oft gestorben, aber jetzt war ich echt ein bisschen, ja, forsch, ne? Ich habe gedacht, ach, der schafft das schon, aber ich habe gar nicht auf das Leben so genau geschaut, ne? Ciao, ciao.